Ja, los, machen weiter mit Alan Wake. Und zwar sind wir, so wie es aussieht, bald beim Aussichtspunkt angekommen. Ich hoffe es mal. Heftige Gegenwehr. Und zwar brauchte ich eigentlich mal Pistolenmuni. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Uiuiui. Hat schon mal geklappt. Und wie komme ich da rein? Gar nicht. Verbarrikadiert. Das Zeichen. Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben, damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Ja, so in etwa, ja. Sieht schon so unheilvoll aus. Ist auf jeden Fall in meiner Stadt angekommen. Jetzt müssen wir dann nochmal an der Tür. Da kann ich nicht rein. Dort vorne kann ich rein. Und dort könnte ich glaube auch noch rein. Vorsichtig vorgehen. Drei habe ich im Moment genug. Irgendetwas kommt da auf mich zu. Wirkt schon so wie gemacht dafür. So mal abchecken da. Da irgendwo laut ist. Pistolenmuni ist gefragt. Geschieden mit unten durch. Und jetzt? Alles, ne? Da blieb der Hammer weg. Dann blöd gezogen, geblieben.
Traktor. Logo. Weg. Ein leichter Stretch, da oben. Ah, wieder Erfolg. Die bis ich hin bin. Oh nein. Es gibt schon einen Erfolg, das Achievement. Ich brauchte den Türschlüssel. Okay. Oh. Safe Haven. Oh. Das klingt schon mal gut. Ich hab's doch gedacht, da ist noch etwas versteckt. Dann sofort in den Safe Haven. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen, von Götterreich, Träumen und Dämonen, von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Okay. Was soll ich jetzt? Gut, die 24 Schuss. Ich nehme nur Munition vom Jagdgewehr. Pistole muss ich nicht. Ich befürchte, dass es das Jagdgewehr sollte. Wahrscheinlich Distanzschüsse oder sowas.
Aber jetzt habe ich endlich einen Punk. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Was gefunden. Oh cool, das ist das Lager. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Was? Das stört nicht. Was nachladen. Vögel. Super. Vögel. Die warten natürlich bis sie vorrücken. Greife erst auch, wenn ich da den Ding bin. Okay. Jetzt kann man sicher. Ja. Trauen dem Frieden noch nicht. Ja. Ich habe auch noch.
Leider auch nicht. Jetzt nicht mehr zum Aussichtspunkt. Was da oben? Jetzt geht noch mehr hier. Ich höre seine Frau rufen. Ist das da unten? Ich komme. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Stimmt doch mit ihm etwas nicht an dieser Geschichte. Ellen? Ellen? Hören Sie? Hilfe! Nein! Alice? Ellen! Hilf mir! Alice? Ah! Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Mysteriös. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Okay, aber... da nicht machen. Ne? Nur eine Vision abholen. Komisch, komisch. Wieder raus da aus dem, aus dieser Mine da. Ist ja nicht Todesfall. Licht. Ist draussen wieder Tag? Immer nicht. Komisch. Jetzt kann ich doch hier unten mal schauen. Da komme ich nicht durch. Ich muss runter. Was erwartet mich da? Immer wenn du so Zeug findest, kann passiert dann etwas. So, schon bei Resident Evil immer so gewesen. Sieht doch schon so nach Hinterhalt aus. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er. Lass mich das nur durchstehen. Schräg, was hat denn der FBI-Typ? Auf das Mal zu tun mit
verstehe ich nicht, dass gerade ist eingeschaltet worden, dich. Werde mal nicht wegen. Eine Empführung von einer Frau eingeschaltet. Ja, cool. Und schon mal gerecht. So nicht so funktioniert in der Welt. Oi, wie geht's? Schnell fertig. Ja doch. Das heißt, ich bin hier. So schauen. Sicher noch irgendetwas versteckt. Ich bin zu dumm, das zu sehen. Das Kaffee. Hier schon zu. Oh, das könnte so ein Labyrinth werden da. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Besser wär's. Also so. Champion nicht daneben. So, das geschafft. Mal gucken, was da oben noch kommt. Das sieht mir doch zu ruhig aus. Da. Von da. Oh, Jump. Fährst mal drüber raus. Da kann ich rauf. Da kann ich zuerst anschauen, das sieht nach einem Versteck aus. Genau, kein Loot. Nicht mal. Oder eher die optimale Stelle für... Ah, für den Erd über, ja, jetzt habe ich es. Okay. Geräusche sind extrem cool gemacht. Wow.
Dann muss ich wieder zurück. Aber warum? Ah, dann nur für die Leiter müssen. Ja, okay. Das ist gut. Sollte so gehen. Endlich raus aus dem Höllenloch. Da. Komm, ich hätte gedacht, dass da noch ein paar angreifen auf das Mal. Wahrscheinlich der Witz. Damit rechnen. Jetzt muss ich rauf. Das heisst, ich schaue zuerst um. Da irgendetwas ist. Mist! Ich will es suchen. Wow! Schon mal weg. Jetzt wahrscheinlich eh da oben müssen. Das sieht ganz so aus. Doch nicht. Da kann ich jetzt noch rauf schauen. Was da oben drauf noch ist. Das ist der Aussichtspunkt hier. Aber etwa der falsche. Zuerst schauen, ob der da leise. Und auch noch das Manuskript. Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief, »Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib.« Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. »Das ist...«